Hallo ihr Lieben, heute gibt es mal wieder eine Rezension und zwar geht es heute um Rock My Body von Jamie Shaw aus dem Blind Violet Verlag. Dankeschön dafür, für dieses Buch zumindest an den Verlag, denn er hat mir das als Rezensionsexemplar zugeschickt. Es ist ein broschiertes Buch, kostet 12,99 € in Deutschland und 13,40 € in Österreich, hat 336 Seiten von der Geschichte her. Es gibt noch eine lange Leseprobe hinten drin für den nächsten Band, denn das ist der zweite Band der Reihe The Last Ones to Know. So heißt nämlich auch die Rockband in diesem Buch. Und es ist der erste und einzige Band, den ich von dieser Reihe bisher gelesen habe. Das heißt, man kann es lesen, ohne den ersten gelesen zu haben. Ich würde euch aber raten, erstmal den ersten zu lesen, denn ich war am Anfang hier schon ein bisschen irritiert, weil die beiden Charaktere sich bereits kennen aus dem ersten Band, doch bereits eine Beziehung quasi zueinander haben, zumindest eine sexuelle Beziehung. Und da wurde ich ziemlich schnell reingeschmissen, weil ich den Anfang dieser Beziehung quasi verpasst habe. Aber so kompliziert ist diese Beziehung jetzt auch nicht, dass man da nicht reinkommt. Aber es fehlt halt schon ein kleines Stück. Deswegen würde ich raten, den ersten Band zu lesen. Ich habe auch gehört, der soll wirklich gut sein. Ich kann mir vorstellen, dass er auch besser ist als dieser Band, denn der war für mich nur so lala. Aber dazu gleich mehr erstmal. Worum geht es hierin überhaupt? Es geht um die. Und die ist ein bisschen verkorkst, kann man sagen, denn sie glaubt nicht so recht an die Liebe. Sie glaubt nicht so recht, dass sowas halten kann. Für sie existiert immer nur Sex und die sexuelle Befriedigung. Und sie hat, wie gesagt, diese sexuelle Beziehung zu Joel. Das ist ein Mitglied dieser Band. Und die stehen sich auch relativ nahe, weil sie quasi ein Freundeskreis sind. Und die beiden, ja, haben diese quasi Beziehung, gehen aber zwischendrin noch mit anderen Leuten ins Bett. Das passt die aber irgendwie gar nicht. Sie möchte schon Joel für sich selber haben, möchte aber nicht mit ihm zusammen sein und das verwirrt sie selber, diese Gefühle. Und als auch Joel anfängt, mehr anscheinend mit ihr zusammen sein zu wollen und weniger Interesse an anderen Mädchen zu entwickeln, verwirrt sie alles total und sie will einfach nur noch aufgeben. Und wie es weitergeht, müsst ihr selber lesen. Dieses Buch ist ein bisschen komisch für mich gewesen. Der Anfang, wie gesagt, ich wurde erst ins kalte Wasser geworfen. Musste mich erst zurechtfinden, weil ich das Gefühl hatte, ich habe was verpasst, zumindest ein bisschen was. Es ging relativ schnell rein, aber den Anfang hätte ich schon gerne mitgekriegt von dieser Beziehung. Dann war ich sehr schnell genervt von der Protagonistin, denn es beginnt in so einer Clubszene, die befindet sich quasi bei so einem Auftritt der Band und sie versucht irgendwie Joel eifersüchtig zu machen, indem sie mit anderen Typen rummacht und das ging mir gleich direkt auf den Keks. Ich dachte so, Mädel, entweder du willst ihn, dann sei auch ehrlich und geh zu ihm hin und sag ihm, du willst ihn, oder lass den Typen in Ruhe und mach dein eigenes Ding. Aber was soll denn dieses Spielchen spielen? Ich mache ihn jetzt eifersüchtig, weil ich mit einem anderen Typen rummache oder so. Aber eigentlich will ich ja ihn. Und ah, das hat mich so angenervt. Und diese Charakterzüge hat sie bis zum Ende quasi behalten. Sie hat sich zwar gut entwickelt und auch in eine Richtung entwickelt, die ich besser verstehen konnte und mehr mochte. Aber so recht sympathisch war sie mir bis zum Ende nicht, weil sie immer noch diese komischen Anwandlungen manchmal hatte, weil manchmal war sie mir einfach zu zickig oder zu bockig und dann dachte ich mir so, ah, Mädchen. Und deswegen konnte ich am Anfang auch nicht so recht verstehen, wieso Joel eigentlich öfters mit ihr dann im Bett gelandet ist, wenn dieses Mädchen sich doch so benimmt und du eigentlich jede haben kannst und das eigentlich irgendwie keine Rolle spielt, mit welcher du jetzt im Bett landest. Wieso wirst du dann ausgerechnet die? Weil sie ist doch ein bisschen zu kompliziert, oder? Wenn man nur Sex haben will. Also so recht habe ich das zu Beginn nicht verstanden. Und später wurde es natürlich besser, wenn sie sich entwickeln und so. Aber beide Protagonisten waren eigentlich nicht meins. Ich habe so viele Sachen an denen gefunden, die ich einfach nicht so recht mochte. Also zum einen an die zum Beispiel dieses Spielchen und dieses Bockige, dieses Zickige war direkt am Anfang schon so ein Abturner für mich. Dann hat sie zum Beispiel auch in einer Szene Sachbeschädigung begangen, wo ich dachte, denkst du eigentlich nach? Was soll denn das? Sie hat, also ich will es jetzt nicht spoilern, aber sie hat halt etwas getan an einer Sache von jemanden, wo sie dachte, ja, ich räche mich jetzt mal. Selbst wenn das jemand ist, der wirklich was Schlimmes getan hat, ist das doch keine Rechtfertigung, um Sachbeschädigung zu begehen. Das fand ich auch schon furchtbar und das wurde einfach nur so im Nebensatz erwähnt und dann wurde drüber hinweggegangen und ich dachte mir so,
Entweder behandelt das richtig im Buch oder überhaupt nicht. Was soll denn das? Und ja, das mochte ich einfach nicht. Ich mochte diese locker leichten, ja, Regeln, was sind Regeln, wozu Regeln, Anwandlungen der Protagonisten. Die hatten auch sehr, sehr viel Sex in diesem Buch. Kann man in einem New Adult Buch erwarten. Und das Buch heißt ja auch Rock My Body, kann man eigentlich erwarten. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass es teilweise so viel ist. Und sie haben auch sehr komischen Sex an sehr seltsamen Orten. Also teilweise in Büros von Leuten, wo die Leute quasi direkt vor der Tür stehen und dran hämmern und die rausschicken wollen und die machen einfach weiter in diesem Büro. Und ich dachte mir so, hä? Und wieso müsst ihr ausgerechnet das an Orten machen, die anderen Leuten gehören und die das da nicht haben wollen? Und die hatte auch so diese Angewohnheit, Leute zu beschimpfen mit Schimpfworten, auch gerne ihre Freunde, was ich generell überhaupt nicht verstehen kann. Das scheint jetzt so ein Trend manchmal zu sein, dass manche das machen, ihre beste Freundin Bitch nennen oder so ein Blödsinn. Das mag ich gar nicht, jedem das seine, aber nee, hätte nicht sein müssen für mich. Auch der Protagonist, auch Joel, fand ich nicht so toll. Er hat manchmal das A gesagt, aber B gemacht und es hat für mich nicht immer alles zusammengepasst. Passt, ist nicht meine Art von Liebe oder von Beziehung, die die beiden hier vorgeführt haben und in die sie sich entwickelt haben. Wie gesagt, die beiden Protagonisten waren einfach überhaupt nicht meins. Aber die Geschichte an sich konnte mich schon teilweise packen und manchmal auch emotional ganz gut mitnehmen. Ich war auf jeden Fall so ab der Mitte spätestens gehuckt, wo dann die schlimmsten Heiß-Kalt-Spielchen vorbei waren und so auch ernster Stuff eher in den Vordergrund gerückt ist. Ab da fand ich es dann besser. Also der Plot war eigentlich ganz gut. Es wurden interessante und auch wichtige Punkte angesprochen und auch aus neuen Sichtweisen beleuchtet, was auch wirklich wichtig teilweise war. Also ich will jetzt nicht spoilern, aber es waren auch so Sachen dabei, die manchmal öfters in New Adult Büchern angesprochen werden, die aber hier auch teilweise von anderen Seiten beleuchtet werden und wo ich fand, dass es auch wichtig ist, mal zu zeigen, dass es diese Sichtweise gibt und dass man auch so damit umgehen kann, oder manche Leute dieses Problem mit diesem Ding haben in ihrem Leben. Und das fand ich eigentlich ganz gut. Es hätte hier und da ein bisschen tiefgründiger noch sein können, aber ich fand es an sich ganz gut. Wie gesagt, der Plot an sich, damit hatte ich keine Probleme und auch emotional konnte es mich teilweise ganz gut mitnehmen. Nur die Protagonisten waren absolut nicht meins und auch das Äußere teilweise nicht so meins. Also Joel zum Beispiel ist der super heiße Rockstar. Da mit Muckis und Tattoos, wie es immer so ist, aber dann hat er eine blonde Irokesenfrisur mit Stacheln, so Stachel gegelt. Und ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen in einer Version, in der es heiß ist. Also ich finde diese Frisur an sich nicht heiß. Gibt sicherlich Leute, die das cool finden, aber für mich ist das jetzt nicht so heiß. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Letztendlich habe ich dem Buch 3 Sterne gegeben. Wie gesagt, es hatte gute Ansätze. Plot und so war wirklich ganz gut. Natürlich nichts Unvorhersehbares, eigentlich so typisch teilweise, aber ist eigentlich an sich gut, nur die Charaktere waren gar nicht meins. Manche Nebencharaktere waren in Ordnung oder mochte ich auch ganz gerne, aber die waren jetzt alle nicht so, wo ich dachte, yeah, ich liebe diesen Charakter, sondern dachte so, okay. Und die beiden Protagonisten, wie gesagt, damit hatte ich meine meisten Probleme an diesem Buch. Deswegen würde ich gerne den nächsten Band auch noch ausprobieren oder den vorherigen Band. Zumindest der wurde ja auch sehr gelobt. Vielleicht gefällt mir das ja dann besser. Wenn ihr Lust darauf habt, könnt ihr es gerne lesen. War jetzt aber nicht so der Burner. Schreibt mir gerne eure Kommentare, also eure Meinung zu dem Buch oder zu der Reihe oder zum ersten Band auch gerne in die Kommentare. Ich verlinke euch das Buch, die schriftliche Rezension, Band 1 in der Infobox. Könnt ihr da auch mal nachgucken und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Hey Leute!